Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 8. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein perfekten Kalendersystem ausgearbeitet. Sie lebten in Einklang mit der Natur. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber noch vieles erhalten geblieben von diesem Maya-Kalender, von diesem System. Und das möchte ich euch weitergeben, das vermitteln. Die Mayas haben 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Eine Welle dauert also 13 Tage lang und das könnt ihr vorstellen wie bei uns die 7 Tage Wochen. Wir befinden uns in der 14. Welle und diese 14. Welle dauert bis 10. Juni 2019. Welle bedeutet Töne, Schwingung, Frequenzen. Und diese Welle symbolisiert Ok. Ok bedeutet übersetzt Hund, ist auch die Krafttier Hund. Und das, was wir erleben in diesen 13 Tagen bis 10. Juni. Und das bedeutet, wichtige Themen sind Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, Treue und Vertrauen, auch Loyalität. Wir erleben die innere Wahrheit, auch die innere Stärke. Wir bringen etwas in Ordnung. Diese Welle ist der Hüter der kosmischen Ordnung. Wir haben einen Zugang zu unserer Intuition, zu unserem Instinkt und Geruchssinn. Jeden Tag herrscht eine andere Tagesenergie. Die heutige Tagesenergie symbolisiert Ahau. Ahau bedeutet übersetzt Sonne oder Ahnen, ein Aufstieg, Vollendung an etwas, etwas zu einem krönenden Abschluss bringen und dann ein Neubeginn. Bedeutet auch Klarheit, etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Heißt auch Glück, bedeutet diese Sonnenenergie auch unserem Ausstrahlen, zu unserem Selbst, unserem Selbstdarstellung. Die Krafttier ist Löwe und medizinisch gehört dazu Brust, Herz, Blut und unseren Augen. Wir befinden wir mit diesem Tagesenergie Ahau in die 11. Tag in diesem 14. Welle. Und so wurde die Zahl 11 symbolisiert, hat auch eine Bedeutung. Zahl 11 ist eine Meisterzahl, eine feinstoffliche Energie, aktiviert die feinstoffliche Energie. Das heißt, die Schwierigkeiten können wir mit Leichtigkeit betrachten und komplizierte Dinge können wir vereinbaren, weil wir meistern unsere Situation. Wir sind Meister über unserem Leben. Und das war diese Information von Maya-Kalender für den 8. Juni 2019. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.